Ankunft im polnischen Sakliczyn. 10 Stunden Fahrt liegen hinter den Jugendlichen aus Sachsen. Sie wissen noch nicht, was in den nächsten Tagen erwartet. Das deutsch-polnische Jugendorchester hinter den Kulissen. Ein Probetagebuch. Ferdinand Holzhausen ist mit seinem Koffer schon zu einigen Orchesterakademien gereist. Ja, also ich habe mir schon mal die wichtigsten Stellen angesehen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt natürlich als Fagott, als Basso Continuo-Instrument eher die Viertel und Achtel zu spielen, aber auch ab und zu schon schnelle Stellen. Die habe ich natürlich vorbereitet. Bin ich mal gespannt, wie gut die dann schon funktionieren. Kennenlernen am ersten Abend. Die Jugendlichen aus Sachsen treffen auf ihre polnischen Kollegen. I'm Ferdinand. And you? Okay, hello. Kontaktaufnahme auf Deutsch, Polnisch und Englisch. Play with the student. Oh, okay. Ja, ich habe ja heute erst angefangen, ein paar Brocken Polnisch zu sprechen. Das ist, fällt mir ziemlich schwer, weil dadurch, dass eben das Polnische so viele Zischlaute aufweist, ist es schwer, sich das eben schriftlich im Kopf vorzustellen. Aber dadurch, dass eben viele Englisch sprechen, ist es deutlich leichter, genau. Die erste gemeinsame Probe. Aus den 40 Musikern soll innerhalb weniger Tage ein Orchester werden. 4 Werke stehen auf dem Programm. Dafür proben die jungen Musiker täglich bis zu 8 Stunden. Und er gibt den Ton an. Dirigent Jan Tomasz Adamus. Jugendliche mit einer Vorliebe für Barockmusik zu finden, war nicht so einfach. Es ist schön, die Jugendlichen am Anfang ihres Weges zu sehen. Ich sehe und fühle, dass aus allen etwas Großes wird. Einzelstunde für die Solisten. Katarzyna muss ein Solo vorbereiten und das auf einem fremden Instrument. In der letzten Nacht ist sie über ihre Bratsche gestolpert. Eine Katastrophe für die Musikschülerin aus Krakau. Ein ganz schreckliches Gefühl. Ich bin hysterisch geworden, weil das alle meine Pläne ruiniert hat. Und bis heute Morgen wusste ich nicht einmal, was passieren würde und ob ich spielen darf. Aber es hat doch noch in der letzten Minute geklappt. Die Bratsche ist jetzt in der Reparatur. Ich habe jetzt noch einen Ersatz bekommen und ich werde spielen. Die Jugendlichen stimmen sich hinter der Bühne ein. Heute, am letzten Tag des Workshops, wird ein Probekonzert für das Bachfest gespielt. Ferdinand hat gegen die Aufregung sein ganz eigenes Ritual. Und dann wandert quasi diese Aufregung vom Kopf ins Zentrum. So der kleine spirituelle Ansatz vom Konzert ist es dann. Die Probenzeit ist zu Ende. Jetzt wird's ernst.